Es gibt in Hollywood zwei Keatons, die eigentlich keine sind und beide aus demselben Grund. Diane und Michael Keaton. Die beiden Schauspielgrößen sind nicht miteinander verwandt, aber beide nahmen den neuen Nachnamen an, weil schon eine Diane Hall, wie die Schauspielerin eigentlich heißt, und ein Michael Douglas, wie der Schauspieler eigentlich heißt, in der Screen Actors Guild registriert waren. Und wo wir bei Michael Douglas sind, der Gordon Gekko und Hank Pym Darsteller hatte einen überschaubaren Start in seiner Schauspielkarriere. Tatsächlich so überschaubar, dass er sich ein $150-Apartment in New York teilen musste, sein WG-Partner Danny DeVito.